Hallo, liebe Gartenfreunde. Ja, ich habe ja hier einen Haselnuss. Den werde ich heute mal ein bisschen einen Verjüngungsschnitt verpassen. Weil das braucht es mal, dass man mal diese älteren unten rausschneidet. Und außerdem ist er mir zu weit. Hol da aus. Also das alles ein bisschen reduzieren. Aber halt, Augenmerk ist darauf gerichtet, dass man da die alten, dicken raustut, dass er wieder unten frische nachtreibt. Also bei Gehölzen ist dieser sogenannte Verjüngungsschnitt immer wieder mal nötig. Mal wenn man es regelmäßig macht, dann ist nicht so viel auf einmal, dann schaut es nicht gar so grausig aus. Hallo, liebe Gartenfreunde. Ja, jetzt haben wir das Thema Gehölzschnitt. Das mache ich auch im Herbst aus den gleichen Gründen, warum ich die Stauden im Herbst schneide. Das ist, damit ich dann eben da in Ruhe arbeiten kann, ohne dass ich die ganzen Zwiebeln, die austreiben und die Stauden, die wieder nachkommen, nicht platt mache. Weil ich habe ja jede Menge Winterlinge und alles unten drin. Bärlauch, das sieht man ja jetzt nicht mehr. Aber eben jetzt hier ist die Haselnuss. Da wäre ja noch ein Foto, das ich gemacht habe. Das gehört dann da dazu gestellt. Und jetzt ist sie halt geschnitten. Beim Schneiden nehme ich einmal die dickeren, älteren Reste raus, wie man es hier so sieht. Da habe ich jetzt relativ viel weggeschnitten. Aber das ist der sogenannte Verjüngungsschnitt. Da muss man wohl ein bisschen weiter weggehen. Und ich habe auch mal ganz bewusst jetzt meine Häufchen gemacht. Das ist jetzt das Holz von der Haselnuss und das ist das Holz von der Haselnuss. Und das da sind die dünnen Äste und das sind die dünnen Äste von der Haselnuss. Also das ist jetzt schon ziemlich zusammengeräumt. Und ja. Jetzt sieht man es halt, man könnte jetzt nochmal einzelne Sachen ein bisschen zurückschneiden, was halt viele Leute machen. Was ich unmöglich finde, das ist, wenn sie es einfach in 2 Metern Höhen die Spitzen immer abschneiden. Finde ich, ist seltsam, sieht nicht gut aus. Der Baum und der Strauch und das Gehölz verkreist, wird zu alt. Also man muss immer mal die alten unten rausnehmen. So.